Ja, Leute, herzlich willkommen zu den Minecraft Adventures. Und zwar als allererstes habe ich mir die Map ausgesucht. The Lost Miners von drei Leuten, glaube ich, ist die gestaltet worden. Ich bin hier bei Nacht gestartet. Ich bin jetzt mal schon mal schlafen gegangen, um zu speichern diesen Spawnpunkt. Dadurch ist jetzt wieder Tag und hier haben wir die ersten Schilder. Peter und Gregors Tagebuch, der 1. Januar, Tag 76. Gestern stimmte was in der Mine nicht. Mine wird rausgeschrieben. Aber trotzdem machen wir uns jetzt auf den Weg zur Mine. Hoffentlich ist heute alles wieder in Ordnung. Arbeitsmaterialien. Apfel, 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 Schaufel, Hacke, Leder, Leder. So, da dahin, dort dahin. Lass mal hier dort rein. Ach, ich kann die Äpfel stacken. Das ist ja auch mal. Ach, stimmt, ich kann ja stacken. Schade. Wo ist denn Kohle drin? Brauch ich bestimmt nicht. Habe ich hier oben vielleicht? Ne, ich mach das nicht auf. Vielleicht darf ich das nicht. Ich weiß ja nicht. Oh, Getreide. Das nehmen wir mit, oder? Das Lala, da haben wir gleich noch ein bisschen was zu essen für unterwegs, so. So, nach vorne, da haben wir gleich die nächste Tafel. So. Hier drin brauchen wir ein Crafting Table. Bevor wir losgehen, starten wir jetzt das Ganze hier erst einmal. So, 6 Brote und meine 8 Samen, die mache ich gleich mal hier vorne hin, so auf dem Boden. Samen. gespielt wird auf leicht, mittel oder hart. Auf was habe ich es denn? Ich habe es auf einfach, normal oder schwer. Also das, was dort steht, das gibt es bei mir nicht. Natürlich nehme ich dann einfach. So, hallo und willkommen zur Adventure Map von German Gameplays to You, The Lost Miners. Created by Chucky and Painkiller. Regeln: Es werden nur Blätter, Clay und Gravel abgebaut, denke ich mal. Es wird nichts anderes zerstört, außer wenn der Befehl kommt. Kommen wird. Okay. Kein Cheaten, kein Inventory Edit, kein Too Many Items. Ich finde diese deutsche Schrift, also in der deutschen Version ist es so blöd, weil dann ist die Schrift ja so klein, da erkennt man die kaum. Teilt euch euer Essen gut ein, es gibt nicht viel. Diamanten ist euer Score, wenn ihr durch seid. Schreibt uns als PM oder Kommi, wie viele ihr am Ende habt. Grüße von GGTY, Chucky, Painkiller. Danke zum Spielen dieser Map und viel Spaß beim Spielen von The Lost Miners. Es werden keine Blöcke platziert. Seht ihr das Schild Trash, müsst ihr alle Sachen in die vorgegebene Grube werfen. Danke für euer Verständnis. Und jetzt viel Spaß beim Spielen. Die Minecraft-Musik vielleicht zu laut? Ich habe jetzt erstmal ein ganz anderes Problem. Wo ist das Minecart? Muss ich jetzt echt laufen? Ist ja doof. Na gut. Weiß nicht, ob ich da jetzt rennen soll. Ja, geht wieder so viel Energie verloren. Da hinten sehe ich schon was. Da hinten ist so ein Häuschen. Ah, ich folge einfach mal den Schienen. Vielleicht habe ich auch einfach irgendwo eine Kiste übersehen schon. Dann würde das ja echt gut beginnen. Also, Blätter, Clay und Gravel darf ich abbauen. Das muss ich mir auf jeden Fall merken. Sonst übersehe ich wahrscheinlich die Hälfte oder mehr. So. Da sind wir auch schon. Oh, dieser Husten. Und unsere ersten 2 Diamanten. 2 Minecarts, naja. Hätte man es auch eher geben können. Dann haben wir hier wieder zu. Eingang zur Mine. Und ich habe jetzt keine Lust mehr zu laufen. Na. Nein. Boah, jetzt fährt das weg.
Oh, Gold, Gold. Und da waren Schilder, da waren Schilder, da waren Schilder. Aua. Da waren Schilder. Peter und Gregors Tagebuch, der 1. Januar. Okay, warte mal. Ach nee, das ist doch nicht das. Ich habe gedacht, das ist dasselbe. Tag 76, wo sind sie alle hin? Keiner ist in der Mine. Sie scheinen verlassen zu sein. Wir werden sie suchen gehen. Gold, 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 Gold. Ich darf hier nichts abbauen, ne? Aber Clay darf ich abbauen. Und Gravel, ne? Gravel durfte ich auch abbauen. Clay, Gravel und Blätter durfte ich abbauen. So. Zählt als Score am Ende auch Clay, weil dann habe ich ein bisschen mehr davon. Ich glaube mal, ich gehe das Minecart nicht mehr weiter. Mine geschlossen, kein Zutritt und von innen zugebaut. Ich darf ja nichts abbauen. Mann. Da unten. Clay, 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 Clay. So, und jawohl, wieder zwei Diamanten. Das heißt, wir haben schon vier Stück. Ist das schon gut? Gib mir Clay her. Ich will hier hoch. So. Vorsicht, Schienen enden hier. Muss ich mal so festhalten. So, wir müssen mal in den Minentreff. Wir müssen mal im Minentreff nachschauen. Ich hoffe, der Schalter liegt hier noch irgendwo rum. Aber bestimmt müssen wir ihn ausgraben. Muss ich jetzt. Ist das jetzt zum Beispiel dieser Befehl, dass ich hier jetzt graben soll? Egal, ich glaube nicht. Häuschen, Häuschen. Hier könnte ich dann gleich wieder übernachten. Oh, ich wollte eigentlich da. Oh, 20 Kohle. Ob ich die Kohle mitnehmen darf? Ich weiß es nicht. Wir haben den Schlüssel versteckt. Der Minentreff geschlossen. Notschaltung. Ach, für das Ding wahrscheinlich. Okay, wir haben den Schlüssel versteckt. Ist ja gemein. Ah, man muss sich alles angucken. Wieder drei Diamanten und 15 Fackeln. Hier hinten noch irgendwas? Nee. Ich hab dort hinten auch noch mal. Ist das oben Clay oder ist das dort der Cobblestone? Nee, das ist Cobblestone. Hier komme ich auch nicht hoch, ne? Nee. Oh, Grab. RIP, Minenarbeiter, Opa Benny. 1976 bis 2011. Hier voll der Grabschänder, ey. Oh. Voll die Knochen da drin, ey. Der hat aber viele Knochen gehabt. So, ob ich die mitnehme? Ich nehme mal ein Stack mit. Vielleicht brauchen wir sie ja. Minenarbeiter Berthold. 1908 bis 2011. Auch wieder ein Diamant und. Ne, jetzt nehme ich Kidstack mit. Vielleicht brauchen wir das ja irgendwie mal, aber ich glaube nicht. Oder ob ich die halt mitnehmen muss, aber das nee, passt ja gar nicht ins Inventar. Ob ich jetzt dort hochgehen darf? Ich bezweifle es, oder? Oder darf ich? Ich darf ja nichts abbauen, stimmt ja. Die haben immer noch den Schlüssel versteckt. Gravel. Wahrscheinlich übersehe ich im Endeffekt eh die Hälfte. Warum mache ich das eigentlich nicht mit der Hand? Das wäre viel besser. Ich muss meine schöne Schaufel hier nicht verschwenden. Oh, ja, ist ja gut jetzt, nicht so viel. Hier ist nichts. Ich habe keine Ahnung, wie lange diese Map gehen soll. Stand irgendwas von 1,5 Stunden knapp, soll sie dauern angeblich. Ich glaube, man sollte dann noch ab und an mal auftauchen. Ja. Hier hinten. Nix. Auch nichts. Ah, Kiste. Diamant und zwei Fackeln. Ah, das wird doch bestimmt hier alles gewesen sein. Weil die reden ja von irgendeinem Versteck und ich muss in diesen Minentreff rein. Glaube ich mal. Nehme ich mal an. Ich muss auftauchen.
Nö, das war's. Habe ich da hinten in der Ecke vielleicht was übersehen? Aber hier oben an der Decke kommt ja auch mal vor. Ne. Jetzt habe ich so viel Clay einstecken. Hab ich das auch irgendwo. Oh, jetzt wird's dunkel. Ich glaube, dann gehe ich jetzt hier erstmal ins Bettchen, um hier zu safen. Ich trinke mal einen Schluck. So. Ich muss hier irgendwas übersehen haben schon. Was ist denn da drin? Da drin eine Kiste oder so? Ich sehe nichts. Ha! Mir entgeht doch nichts hier. Ach so, ich soll was wegbauen. So, machen wir alles gleich weg. Jawohl, ein Hebel, zwei Diamanten und zwei Fackeln. Dann gehe ich erst einmal in diesen Minentreff rein. Oh, Fleisch, 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 Fleisch. Und Keller. Einen Keller haben die auch noch. Peter und Gregors Tagebuch, der 2. Januar. Etwas stimmt hier nicht. Der Minentreff war verschlossen und alles scheint fluchtartig verlassen worden zu sein. Was ist hier nur passiert? Wir müssen weiter. Redstone, damit geht es bestimmt weiter. Ja, erstmal sind hier Diamanten drin. Und hier ein Redstone, eine Redstone-Fackel. Oh, ein Diamantschwert, Diamantschwert, Diamantschwert. Samen und eine Kuh. Okay, schlafen muss ich jetzt hier nicht. Aber jetzt ist unser Inventar schon so zugemüllt. Den Rest hatte ich ja eigentlich alles schon geleert gehabt. Dann gehe ich nur mal schnell hier hinter. Und klatsch das mal schnell hier rein, so. Dann esse ich erst einmal den Apfel. Während das dort brutzelt, gucke ich mir mal diese Konstruktion hier hinten an. Auf jeden Fall brauche ich das und das. Aber das Ganze wäre auch mit dem Schalter gegangen, den ich dort abgebaut habe. Was darf ich da jetzt behalten davon? Ich mach's einfach, denke ich mal, so wie es vorgesehen war, dass der dann hier hinten rankommt. So. Toller Schlüssel, ne? So, jetzt müssen wir das jetzt hier erst einmal. Das ist fertig. Jetzt haben wir 6 Stück gebratenes Fleisch. Aber wir hatten noch mehr Fleisch rausgenommen, oder? Habe ich jetzt irgendwelche Hallos? Wer hat noch mehr Fleisch gehabt, oder? Waren da nicht gebratenes Schweinefleisch? Wann war da nicht noch so anderes Fleisch drin? Okay, dann habe ich wahrscheinlich irgendwelche Hallos. Ja, wir haben einen Haufen Clay, das brauche ich aber irgendwie nicht. Ich jetzt gerne mal die Fackeln hier alles mal so ein bisschen sortieren. Das Essen dann da drüben hin. So. Und dann ab in die Mine. So, aber jetzt gibt es auch kein Zurück mehr. Boah, die Kirche sieht geil aus. Schick. So, auch hier wird jetzt erst einmal stundenlang alles abgesucht. Oder muss ich auf dem Weg bleiben? Ich sehe dort hinten ein Loch. Oh. Das war nicht geplant. Ich muss mich jetzt hier mal rausbauen. Darf ich jetzt hier alles absuchen oder... Na, dann entferne ich mich ja. Gravel darf ich abbauen, vielleicht ist ja dahinter was.
Hätte sein können. Na gut, dann bleiben wir mal auf dem Weg und gehen zur Kirche. Da ist erstmal Clay. Und 4 weitere Diamanten, 2 Druckplatten und 16 Fackeln. Darf ich Hühnchen schlagen? Na, so bin ich ja nicht. Gehe ich jetzt hier rein? Nee, ich gehe jetzt noch zu den Schildern. Peter und Gregors Tagebuch, der 2. Januar, Tag 77. Wir haben die geschlossene Kapelle erreicht. Sie scheint genauso verschlossen zu sein wie der Minentreff. Vielleicht wurde der Schlüssel auch versteckt. Wir werden ihn suchen gehen. Hoffentlich haben die anderen überlebt. Abonnentenfriedhof. Naja, aber auf jeden Fall, die Idee ist gut. Die Idee ist gut. Ich will jetzt hier auf jeden Fall keinen Namen vorlesen. Das dauert jetzt hier sonst zu lange.